Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen hier gerade vor dem Haupteingang von Burg Borna, Ludwigsburg. Es wird heute eine aktive Mittagspause geben, das heißt, wir werden heute mit den Kolleginnen und Kollegen still gegenüber diesem Management da oben, die da von oben runter gucken, signalisieren, dass wir mit den ganzen Abbaumaßnahmen von Beschäftigten nicht einverstanden sind. Sie haben auf der letzten Betriebsversammlung verkündet, knapp 161 Kolleginnen und Kollegen entlassen zu müssen aufgrund der angeblichen Schieflage und dann wollen sie Produktionslinien verlagern. Wir wollen heute geschlossen mit vielen Kolleginnen und Kollegen heute zeigen, dass wir mit dieser Maßnahme nicht einverstanden sind. Alles Weitere kommt später. Dankeschön und bis nachher. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mittagspause ist jetzt beendet. Wir haben sagenhafte 150 von 600 Kolleginnen und Kollegen draußen in der Kundgebung gehabt. Es war eine stille Kundgebung. Wir haben uns erstmal hier auf dem Hof versammelt, haben noch mal ein paar Takte gesagt in Bezug auf das, was wir vorhaben, nämlich sichtbar werden wegen Stellenabbau 2022. Ich glaube, da oben die ganzen Manager und die Führungsriege hat uns auch ganz gut beobachtet. Das war auch gut so, weil wir wollten eben halt Signale setzen, dass das, was hier passiert, nämlich nicht in Ordnung ist. Hier werden 161 Stellen abgebaut, bis im Jahr 2022, hat man auf der letzten Betriebsversammlung gesagt. Und wir können wirklich nicht ganz nachvollziehen, warum das eben halt in dieser Höhe passieren soll. So, wir wissen, dass viele Kolleginnen und Kollegen verunsichert sind und wissen aber auch nicht, was jetzt morgen und übermorgen passiert mit den Arbeitsbedingungen und hier Arbeitsplätzen. Aber mit der IG Metall haben die Kolleginnen und Kollegen wirklich einen starken Partner an ihrer Seite und wir werden kämpfen. Ja, auf diese Maßnahmen werden wir aufbauen. Wir wollen hier mehrere Zeichen setzen, sodass das nicht eine alte Eintagsfliege ist. Ja, ich bin wirklich, wie gesagt, überwältigt und das sollte auch in vielen, vielen Firmen auch weiterhin so betrieben werden, dass man sich zur Wehr setzt. Ja, wir werden weiter berichten über die nächsten Maßnahmen. Alles Gute, bleibt gesund, eure IG Metall Ludwigsburg.